In der heutigen Folge blicken wir zurück in den Dezember 1944, als sich die deutsche Offensiv in der belgischen Ardennen zusammenbraut. Wir stellen Ihnen der Waffen-SS-Grenadier aus der Kampfgruppe Hansen vor, die aus einem Teil der 1. SS-Panzerdivision gebildet wurde. Der Soldat erhielt eine Wolltuch-Feldbluse Modell 43. Über der Uniform wird eine Tarnverkleidung eines Spötenmodell getragen, Stahlhelm Modell 42 am Kopf und Schnürschuhe am Fuß. Über der Schulter trug der Soldat eine Gürtel mit aufgehängten MG-Kisten, die Munitionsgürtel für das Maschinengewehr 42 enthielten. Weiteres Ausrüstungsstück war eine Gasmaske mit Gasplane, Schanzzeug, Patronentasche für K98 und Kotbeutel mit Feldflasche. Er hat ein Tarnzeltband mit zwei Riemen auf Rücken befestigt. Wesentlicher Bestandteil des Ausrüstung ist das 38 cm lange Seitengewehr Mauser K98, davon 24,1 cm die Klinge. Die Hauptwaffe des Soldat war das 7,92 mm Karabinen 98K, Repetiergewehr mit einem zylindrischen Schiebeverschluss mit K-Hebel betätigte Verriegelungszähne Mauser-System. Ihr Gewicht betrug etwa 4 kg und lange 111 cm. Die Munition wurde in einem integrierten Magazinkasten für 5 Patronen vorbereitet. Die effektive Reichweite der Waffe betrug von 500 bis 800 Meter und maximal 2000 Meter. Trotz der Tatsache, dass der Krieg neue automatische und selbstladende Waffe brachte, das K98 blieb deutsche Dienstgewehr bis Kriegsende im 1945.